Und in Erlangen begrüße ich Professor Lukas Konstantin Wurtmann, Parteienforscher und Politikwissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo. Hallo. Wie sehen Sie denn die Absichten und Pläne der verbleibenden linken Führung? Mir sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine großen Pläne bekannt. Es wirkt alles, obwohl ja doch lange erkennbar war, dass diese Situation eintreten würde, etwas chaotischer, als es hätte sein müssen. Und vor dem Hintergrund muss man jetzt, glaube ich, abwarten, wie die Linke sich in den nächsten Wochen und Monaten sondiert. Naja, Sie wollen halt zunächst mal, dass die bisherigen Angehörigen Ihrer Partei sofort die Mandate zurückgeben. Das ist im Moment der aktuelle Streit. Und der Parteichef Schirdewan hat gefordert, dass Wagenknecht und ihre Unterstützer einfach nicht mehr davon profitieren, jetzt noch im Bundestag zu sein. Ja, das ist tatsächlich eine aber eher symbolische Debatte, glaube ich, im jetzigen Zeitpunkt geführt wird und die auch an dem Problem vorbeigeht. Abgeordnete sind frei gewählt. Da ist unabhängig, ob sie über die Parteiliste oder direkt gewählt sind. Von daher würde es, glaube ich, der Linken ganz gut tun, sich lieber zu überlegen, wie man inhaltlich auf diese Herausforderung gerade reagiert und weniger eine Symboldebatte führt, die vielleicht auch viele Menschen in der Bevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht notwendigerweise nachvollziehen können. Also der kleine Unterschied, dass die praktisch gar nicht selbst als Personen wirklich gewählt wurden, sondern nur durch das Direktmandat anderer in ihrer Partei, das spielt keine Rolle, sagen Sie. Ja, genau. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man nie so komplett auf die einzelnen Wählerstimmen runterbrechen kann, welchen Anteil auch etwa Frau Mohamed Ali oder auch zum Beispiel Sarah Wagenknecht am tatsächlichen Wahlerfolg der Linken hatten. Ja, tatsächlich ist die Linke nur wegen drei Direktmandaten überhaupt im Bundestag erstmal grundsätzlich in Fraktionsstärke vertreten. Und das muss man natürlich anerkennen, aber das ändert zum jetzigen Zeitpunkt nichts an der allgemeinen Situation. Aber es ist auch nicht unüblich, Parteien fordern im Regelfall immer, dass Abgeordnete, die die Partei verlassen, doch dann auch bitte ihr Mandat zurückgeben sollen. Mit Blick auf die Bundestagswahlen 2025 und eine zukünftige Konkurrenz zwischen der alten Linken und der neuen Wagenknecht-Partei, ist eine spätere Zusammenarbeit denkbar? Ich glaube, die Linke erlebt jetzt in Persona vielleicht dann auch noch mal, was es bedeutet, wenn eine führende Person aus der Partei austritt. Wir haben das schon erlebt, als Oskar Lafontaine seinerzeit aus der SPD ausgetreten ist und die WASG gründete. Auch dort, das hat über Jahre das Verhältnis zwischen SPD und Linken durchaus schwieriger gemacht, zumindest auf Bundesebene und in Teilen auch im Saarland, wo Lafontaine dann wieder als Linkenpolitiker hin zurückkehrte. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass eine Zusammenarbeit in Zukunft eher schwierig aussehen wird. Aber auch dafür müssen beide Parteien bei der nächsten Wahl über die 5%-Hürde kommen. Ja, was würden Sie sagen? Sie müssen über die 5%-Hürde kommen. Das hat letztes Mal nicht geklappt. Wie überlebensfähig ist denn die Gruppe, die Linke, noch? Wenn die Linke es jetzt schafft, sich inhaltlich zu sondieren und auch personell neu aufzustellen, inhaltlich in gewissen Teilen neu aufzustellen, dann wird vieles, glaube ich, davon abhängen, inwiefern man auch Parteien und auch die Wählerinnen und Wähler einsammeln kann, die zwar links sind, aber sich nicht durch Grün und SPD vertreten fühlen. Und da gibt es ein Milieu, aber wie stark und geschlossen das dann tatsächlich zur Linken überläuft, davon wird sich auf jeden Fall das Schicksal der Linken einerseits entscheiden. Aber auf der anderen Seite auch nach wie vor ist die strukturell vor allen Dingen in Ostdeutschland stark. Und auch da wird sich jetzt zeigen, wird das Potenzial, was eine linke, sehr linke Partei hat, dort gespalten oder verbleibt es bei der Nachfolgepartei der PDS, nämlich bei der Linken? Welche Möglichkeiten hat denn die bisherige Linke noch? Im schlimmsten Fall, ja, verschwindet sie. Im besten Fall könnte sie sich anschließen, an die SPD zum Beispiel. Also über Parteifusionen zum jetzigen Zeitpunkt nachzudenken, halte ich zumindest bei den großen Playern im Bundestag für etwas
schwierig. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass eine Partei, die Linke, nur dann überlebensfähig ist, wenn sie jetzt das Gelegenheitsfenster auch nutzt, um etwa zum Beispiel die radikal-ökologisch linke Bewegung einzusammeln. Andernfalls droht der Linken gewissermaßen der Bedeutungsverlust. Und auch natürlich wird sich an so sehr prominenten Politikern wie etwa Bodo Ramelow entscheiden, wie er nun auch vielleicht innerhalb der linken Führung einnehmen will, inwiefern er führen möchte, vielleicht auch die Gesamtpartei. Das ist aber einer von wenigen Optionen, die Linke derzeit hat. Vielen Dank, Professor Wortmann, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.